jetzt möglich, dass wir schon bald eine Invasion von Außerirdischen haben. Im luzernischen Entlebuch. Das UNESCO-Biosphärenreservat. Das macht nämlich neue Werbung im All. Und das mit Hilfe von einem Funksignal, das der Werbeclip inklusive Alphornbläser ins Weltall rausschickt. Stefan Vogler, Markenexperte. Werbung ins All rausschicken. Ist das eine clevere Marketingstrategie? Es ist sicher sehr eine clevere Marketingstrategie, weil es ja nicht so sehr darum geht, die Außerirdischen tatsächlich zu erreichen. Kann man ja auch fragen, ob es sie gibt oder nicht, sondern es geht ja vor allem darauf, da bei uns auf der Erde Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das ist mit dem vollkommen neuen Werbemedium sicher gelungen. Ja, warum funktioniert denn die Werbung bei uns so gut? Ich denke, dass jedem Menschen immer so die Frage steckt, ja, was gibt es denn da überhaupt jetzt noch Lebewesen in dem All und so. Es beschäftigt uns nicht erst seit dem Herrn von Däniken. Und alles, was wir darüber können lesen oder sehen oder hören, werden wir mit sicher aufnehmen, wird von den Medien aufgenommen werden wir weiter liken und so weiter. Und deshalb, glaube ich, ist es spannend, dass jetzt die Biosphäre in Entlebuch so ein spannendes neues Werbemedium macht. Es geht weniger darum, dass jetzt die Außerirdischen damit beworben werden, sondern es geht ja vor allem darum, dass man auf die Biosphäre in Entlebuch aufmerksam wird. Wenn man jetzt das anschaut, eben das Entlebucher Biosphärenreservat, das ist ja eher so eine konservative, heimelige Institution, nicht unbedingt jetzt gerade die Firma, von der man so eine Werbung erwartet hätte. Ja, das ist ja genau die Idee, dass etwas, was sie an sich nicht würden zutrauen, dass die plötzlich so etwas Innovatives machen. Das zeigt eigentlich, dass sie versuchen, wirklich Marketing zu betreiben, dass sie vor allem versuchen, Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn eine an sich als innovativ angesehene Firma oder Marke etwas Innovatives macht, dann erzeugt das viel weniger Aufmerksamkeit, als wenn das jemand ist, dann würde man das zutrauen. Das heisst, dass jemand, was eher eine konservative Organisation und Institution gesehen wird. Und in dem Sinn ist das sehr probates Mittel, das die clever eingesetzt haben. Gut, und wenn wir jetzt davon ausgehen, wenn jetzt Außerirdische die Nachricht tatsächlich bekommen sollten, wäre das eine gute Marketingkampagne? Ja, also wenn es tatsächlich so ist, dass die Außerirdischen das empfangen können und dass es die tatsächlich gibt, dann ist es doch wunderbar, weil das ist ja dann der erste Werbespruch, der für die Erde oder für einen Besuch auf der Erde wirbt. Ich kann denen nur empfehlen, dass man in Entlebuch dann möglichst früh eine Landebahn macht für die Außerirdischen. Ganz genau. Es fragt sich dann einfach nur, ob die Außerirdischen den Entlebucher Dialekt auch wirklich verstehen würden.